So, hallo und herzlich willkommen, 11:33 Uhr, heute mit einer Premiere. Mein Mikro ist nämlich irgendwie, hat einen Wackelkontakt an irgendeinem Teil. Wir versuchen das heute mal so mit dem schönen, mit der schönen Kamera. Wo bin ich? Nein. Beim Dogs Day? Nein. Dogs Walking Day heißt das, muss ich gleich nochmal fragen. Hier in Dog Walk, genau. Ich habe es genannt. Vielen Dank. Und man kann hier auch Lose kaufen. Ja, für das, was der Herr natürlich auch sofort tut. Das werden wir, nachdem wir live hier weg sind, tun werden, auf jeden Fall. So, ich habe jetzt hier eine kleine interessante Gruppe. Gruppentreff sozusagen hier. So, das sind jetzt hier, erstmal, was sind das für Hunde? Das sind Galgos. Ja. Das sind spanische Galgos, also spanische Windhunde. Spanische Windhunde, wir zeigen die mal hier so ein bisschen, so in ihrer Gänze. Eine schöne kleine Gruppe, die mögen sich offenbar auch ganz gerne. Wir gucken mal hier. Hallo. Ist das ein Er oder eine Sie? Das ist ein Er. Das ist ein Er, also guck mal hier. Und wie schnell werden die ungefähr? Ja, das kann man so eigentlich nicht sagen. Die werden in Spanien werden die zur Hasenjagd gezüchtet. Mhm. Ne? Und leider jedes Jahr nach der Jagdsaison werden extrem viele aussortiert. Deswegen kommen die hier auch alle aus dem Tierschutz. Okay. Also da ist keiner irgendwie vom Züchter oder so, sondern die kommen alle aus irgendwelchen Tierschutzorganisationen. Okay. Und ihr kümmert euch dann um die? Genau, wir kümmern uns um die. Was hat euch motiviert, das so zu machen? Also erstmal sind es tolle Hunde. Die sind zu Hause super ruhig. Und eben, wenn man draußen ist, dann hat man schon ein bisschen Action. Eigentlich das, was man von einem Hund so erwartet. Ja, also ihr müsst euch auch bewegen dabei. Ja, wobei die meisten Leute glauben ja immer, Windhunde, da müsste man extrem viel mit rausgehen oder extrem. Das muss man alles nicht. Also das sind ja Sprinter. Mhm. Und wenn die ein paar Mal gesprintet sind am Tag, dann reicht das. Mhm. Brauchen halt ihren Auslauf, aber eben nicht extrem große Wanderungen oder sowas. Dafür sind die halt nicht gemacht. Und mögen die Kinder? Ja, na klar. Das sind eigentlich ideale Familienhunde. Da sind sie ja optisch sehr schön, sehr elegant. Den ja, schon ist auf, richtig. Ne? Das ist richtig, vor allen Dingen im Laufen. Also wenn die dann wirklich mal Gas geben, dann wundert man sich, wie schnell die sind. Was passiert jetzt hier auf so einem Walk Day? Ja, wir gehen jetzt nach vorne, werden als erstes erstmal sehen, dass wir uns registrieren. Und dann werden wir mit den Hunden loswandern. Und dafür gibt es dann halt nachher Spendengelder. Wir klappern so nach und nach verschiedene Stationen ab. Und kriegen da Stempel und für die Stempel wird nachher gespendet. Warte. Tolle Idee. Wir wünschen euch viel Spaß. Ich gehe jetzt nochmal hier ein bisschen auf Augenhöhe und guck mal hier. Ich wünsche euch einen total guten Lauf. Ne? Ja, guck mal hier. Da ist er. Oh, jetzt werde ich hier. Jetzt komme ich hier. Genau, jetzt werde ich mal beschnuppert hier von allen. Guck mal hier. So, hier sind sie. Die gehen jetzt los. Hier nochmal ein letztes Bild vom Walk Day hier in Düsseldorf. Guck mal hier, die Windhunde aus Spanien, denen man hier ein gutes Werk tut. So, ich hoffe, guck mal, was für ein schönes Bild hier. Was für ein schönes Bild. Also, mit diesen wunderschönen Bildern vom Walk Day in Düsseldorf hier, mit mehreren hundert Hunden, die hier auf dem Parcours sind, zugunsten einer guten Sache. Sage ich mal tschüss und bis bald, habt ein gutes Wochenende. Und Stichwort Windhunde, jetzt macht euch mal auf ins Wochenende. Und die mögen sich, guck mal. Also die haben Spaß hier, ihr auch, schönes Wochenende. Tschüss und bis morgen.